Und jetzt geht es um ein Produkt, das 4 Euro kosten kann, aber eben auch 2.800 Euro. Es geht um den Kugelschreiber. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich auch, was kann der teure besser als der günstige? Sie sehen es schon, die werden natürlich ganz anders hergestellt. Das ist ein Unterschied. Wir schauen mal, wo die weiteren Unterschiede liegen und wo die Gemeinsamkeiten. Kugelschreiber bekommt man gratis. Für ein paar Euro in jedem Laden oder auch für ein paar hundert Euro etwas luxuriösere Modelle. Wie kommen diese großen Preisunterschiede zustande? Materialien, Verarbeitung, Schreibgefühl? Was unterscheidet die Massenware vom Luxusmodell? Wir haben in zwei extreme Bereiche reingeschaut. Wir starten im Schwarzwald bei einem der größten deutschen Produzenten. Etwa 400 Mitarbeitende fertigen hier jedes Jahr 250 Millionen Kugelschreiber. Massenproduzent und Familienunternehmen. Aktueller Chef Christian Schneider, Enkel des Gründers. Wir haben halt blaue Tinte im Blut und von dem her steht bei uns ganz oben der Kugelschreiber. Seit mehr als 70 Jahren fertigt der Hersteller die Minen mit der blauen Tinte und macht den Kuli als Kunststoffversion in den 1950ern in Deutschland massentauglich. Also mein Lieblingsstift ist das leider Rave. Er hat eine tolle Haptik, reibt schnell an, reibt weich, bringt einen satten Farbauftrag und deswegen liebe ich ihn einfach. Der Lieblingsstift des Chefs besteht aus 13 Einzelteilen. Im Gegensatz zur Manufaktur, die sich auf einzelne Bauteile spezialisiert, fertigt der große Hersteller fast jedes Bauteil selbst. Auch das Herzstück, die Spitze. Dafür nehmen die Schwaben stabilen Draht und die namensgebende Kugel. Je größer die Kugel, desto leichter schreibt es sich. Also die Spitzenherstellung für einen Kugelschreiber ist die komplizierteste Abteilung oder Schritt, den man durchlaufen muss. Wenn die Kugel nicht in Ordnung ist oder auch das Kugelspiel nicht exakt übereinstimmt mit der Paste, dann ist der Kugelschreiber an sich auch nicht richtig zu gebrauchen. Erfunden hat die komplizierte Mechanik Laszlo Jozsef Biro. Wie der Ungar auf die Idee für das revolutionäre Schreibgerät kam, darum ranken sich viele Geschichten und Gerüchte. Als Zeitungsredakteur soll er sich so über die Kleckserei mit dem Füllfederhalter geärgert haben, dass er ein wischfestes Schreibgerät entwickeln wollte. Manche sagen, Kinder beim Murmelspiel sollen ihn auf die Lösung dafür gebracht haben. Rollt die Murmel durch eine Pfütze, hinterlässt sie danach eine feuchte Spur. Andere sagen, Druckwalzen haben ihn inspiriert. Eine Tinte wie Druckfarbe müsste man haben. Die trocknet, sobald sie auf dem Papier ist. Wie auch immer er auf die Idee kam, Fakt ist, er ließ sich erstmals 1938 einen Kugelschreiber patentieren, den GoPen. Der Kuli trägt heute noch in vielen Sprachen den Namen des Erfinders, Biro. Nur 10 Jahre nach dem ersten Patent entstehen hier die ersten Kugelschreibermaschinen à la Biro. Mitarbeiter Jörg überwacht den komplizierten Produktionsschritt für das Herzstück, die Spitze. Beim ersten Produktionsabschnitt wird die Ringware auf der Maschine aufgelegt, gerade gerichtet, in die Maschine eingeführt und als Rohteil abgeschert. Da haben wir bestimmte Maße und Toleranzen, die wir einhalten müssen, dass für die Weiterverarbeitung keine Probleme entstehen. Für die Weiterverarbeitung geleitet Jörg die einzelnen Drahtstücke persönlich zur nächsten Maschine. Die Maschine bringt die rohen Drahtstücke in die finale Form und fräst in jedes eine kleine Kuhle für die Kugelschreiberkugel. Präzision ist dabei wichtig. Denn sitzt die Kugel zu eng, kann die Tinte nicht raus. Sitzt die Kugel zu locker, kommt zu viel Tinte auf das Blatt und der Stift schmiert. Damit die Tinte überhaupt zur Kugel kommt, braucht der Schreiber eine Mine. Die ist quasi die Tintenpatrone des Kulis. Die Schwerstarbeit übernimmt hier eine Maschine. Mit etwas menschlicher Unterstützung füllt die Minenmaschine im Jahr 40 Millionen Metallteile mit der dickflüssigen Paste. In diesem Fall blau. Ich favorisiere die blaue Farbe natürlich. Die verarbeiten wir auch hier in Deutschland am meisten. Es gibt aber andere Länder, wo andere Farben dann halt eben ausschlaggebend sind. Zum Beispiel Frankreich, wo es eher schwarz ist.
Minen gibt es aus Plastik und Metall. Metall ist teurer, hält aber länger. Dank einer dünneren Wand bleibt mehr Platz für Tinte. Bevor die Maschine tatsächlich schreibt, muss sie noch in eine Zentrifuge. Die bedient Mitarbeiter Christian. Hier in der Minenschleuder werden die Minen von der Zuführung in den Teller gelegt. Beim Schleudervorgang dreht dieser sich mit 1200 Umdrehungen für 1,5 Minuten. Und dies sorgt dafür, dass die Luft aus der Spitze entweichen kann und somit das Schreibsystem schreibfähig ist. Die Zentrifuge schleudert die Farbe durch schnelles Drehen nach vorn. Ob das funktioniert hat, testet der Mitarbeiter im Anschluss persönlich. Eine eigene Minenfertigung und Maschinentakt. Gibt es in der etwa 100 Kilometer entfernten Manufaktur für Luxusschreibgeräte nicht. In Handarbeit fertigen hier 15 Mitarbeitende aus teuren Materialien teure Schreibgeräte. Die Manufaktur ist ruhiger und kleiner als der Großproduzent, aber ebenfalls ein Familienunternehmen. Geschäftsführer in dritter Generation, Stefan Schnirch. Ich werde immer mal wieder gefragt, mit was das ich schreibe. Und da habe ich dann natürlich meinen Favoriten momentan, unseren Grandeur-Kugelschreiber. Zwischen dem Favoriten des Chefs und Spezialanfertigungen für Promis und Königshäuser ist auch dieser Luxuskuli Teil des Sortiments. Er besteht aus mehr Einzelteilen als der Alltagskugelschreiber. Allerdings kommen Kleinteile wie die Spitze oder Mine von Zulieferern aus der Umgebung. Denn die Herstellung konzentriert sich auf besondere Bauteile. Im Vergleich zum Massenproduzent ist hier schon das Rohmaterial edel. 3 Meter pures Silber. Die muss ein Mitarbeiter erstmal in eine handlichere Kugelschreibergröße verwandeln. Das ginge theoretisch maschinell. Die Manufaktur entscheidet sich bewusst für Handarbeit. Wenn wir diesen Arbeitsvorgang mit einer Maschine machen würden, ist die Gefahr zu hoch, dass die einzelnen Hülsen verdellt werden, verkratzt werden. Das heißt, sie werden für uns schon relativ unbrauchbar für die Weiterverarbeitung. Und unser Uwe, der macht es so routiniert und so schnell, dass wir hier besser fahren, wirtschaftlicher fahren wie mit dem Automat. Seit 11 Jahren formt Uwe hier das Rohmaterial zu edlen Kugelschreibern. Ja, ich finde, das Beste an meiner Arbeit ist, dass ich die ganze Verarbeitungsprozess von Anfang bis Ende quasi begleiten kann. Ja, das gibt halt auch ein bisschen so Berufsstolz, dass man das von Hand nur heutzutage macht, weil maschinell kann man es ja immer machen. Mit größter Sorgfalt widmet sich der Schmuckmaschinenbaumechaniker jedem einzelnen Bauteil. Immerhin wird das Schreibgerät am Ende fast 400 Euro kosten. Beim nächsten Schritt, dem Glühprozess, wird's heiß. Auf 600 Grad erhitzt Uwe die Röhrchen, um das Silber im Anschluss ohne Probleme verformen zu können. Unter diesen Bedingungen entstehen hier auch Kulis für bis zu 2.700 Euro. Wenn man das nicht macht, dann kann sein, die Schlag zu falten, dann wird es so wellig. Falten sollen beim nächsten Schritt nicht entstehen, sondern die finale Form des Kugelschreibers. Die verändert sich in unseren Augen nur minimal. Aber die Edelmanufaktur legt Wert auf jedes kleinste Detail. Uwe hat hier zwar maschinelle Unterstützung, aber automatisch läuft bei der Verformung nichts. Also das ist eigentlich so meine Lieblingstätigkeit. Das erfordert dann Routine, Können und Erfahrung. Die Herstellung des Kuli-Gehäuses sieht beim Massenprodukt etwas anders aus. Statt Silber gibt's hier Kunststoff und statt Uwe dieses Maschinenarsenal. Wir befinden uns hier jetzt in unserer Kunststoffspritzerei, wo wir alle Halbteile, alle Kunststoffteile für unsere Kugelschreiber herstellen. Unter uns befindet sich die Materialversorgung. Dort ist der rohe Kunststoff verfügbar. Wird dann durch die Schnecke quasi in unsere Spritzgussform eingepresst. Das Besondere, ein Teil der Form ist gummiert. Man rutscht beim Schreiben also nicht ab. Gibt es noch mehr Tricks für eine gute Kuliform? Eine gute Kugelschreiberform macht aus, dass es eben angenehm in der Hand liegt. In der Massenproduktion kann man ja nur eine Masse herstellen, die gleich ist. Ansonsten hat man ein individuelles Produkt, was teuer ist.
Stichwort Masse. Allein an dieser Maschine entstehen 34 Gehäuse pro Minute. In der Manufaktur dagegen ist das Gehäuse des Edelkulis noch lange nicht fertig. Der Großhersteller färbt den Rohstoff vor der Verarbeitung ein. In der Manufaktur kommt die Farbe erst nach der Umformung ins Spiel. Die Erfahrungen, die wir machen mussten bei unseren hochwertigen Schreibgeräten, ist, dass diese Kombination Schwarz-Silber oder Rhein-Silber für uns am besten ist. Der Endverbraucher, der verbindet mit diesem wertigen und auch zeitlosen diese Farbkombination. Neben der richtigen Farbe ist vor allem wichtig, dass von jeder Seite viel Farbe draufkommt. Je dicker die Lackschicht, desto länger hält sie. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal für ein Produkt, das ein Leben lang halten soll. Um sicherzugehen, dass auch diese Stifte massenweise Lebenszeit haben, stellt der Großhersteller seine Produkte auf die Probe. Welche Qualitätsmerkmale soll der Alltagskuli erfüllen? Im Allgemeinen sollte er sofort anschreiben, weil das ist das der erste Eindruck, wie bei einem Bewerbungsgespräch. Das ist das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist das weiche Schreiben, dass man keine Anstrengung in seinem Arm erfährt. Das ist unser Fokus, dass das geschaffen ist. Eine Mine dieses Modells besteht den Qualitätstest übrigens nur, wenn sie mindestens 4000 Meter am Stück schreiben kann. Genug für ein ganzes Buch. Zum Beispiel das Manuskript von Harry Potter, Band 1. Den hat J.K. Rowling von Hand geschrieben. Ob mit Alltags- oder Luxusschreiber, wissen wir allerdings nicht. In der Manufaktur nimmt Qualitätsprüfung einen noch größeren Stellenwert ein. Nach jedem einzelnen der insgesamt 28 Arbeitsschritte überprüfen Stefan Schnirch und seine Mitarbeitenden die Bauteile. Die Besonderheit bei unseren Schreibgeräten, ob es jetzt Kugelschreiber sind oder Füllfederhalter, liegt wirklich darin, dass wir jedes Bauteil, jedes einzelne Teil, das da verwendet wird, sorgfältig prüfen, kontrollieren und das über die gesamte Produktion hindurch. Mit der Lupe findet der Chef auch kleinste Dellen oder Kratzer. Also wir haben sehr häufig hier Fehler drin, die wir aussortieren. Bin ich aber dankbar dafür, weil es mir zeigt, dass wir hier Menschen sind, dass wir als Menschen arbeiten. Ziel dieser akribischen Kontrolle? Qualitätsgarantie. Und fehlerhafte Teile so früh wie möglich auszusortieren. Wäre auch ungünstig, wenn der nächste Schritt umsonst wäre. Martin ist für das Markenzeichen des Edelkulis verantwortlich. Die Handgravur. Ziemlich viel Verantwortung. Nö, schief gehen kann eigentlich nichts. Ne? Man kann hier, speziell bei dem Muster, kann man das, einen Fehler kann man kaschieren, sodass man ihn nicht mehr sieht. Ne? Ja. Nach 50 Jahren Handwerk lässt sich der Graveur nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Das aufwendige Muster zaubert Martin ganz ohne Vorlage. Wenn Sie etwas mit einer Maschine gravieren, wird ja alles gleich. Wenn Sie 1000 Stücke machen, alle hundertprozentig gleich, aber hier ist jedes Stück quasi ein Unikat. Ja. Martin macht jedes Muster einzigartig, aber ähnlich genug für die Produktlinie und, überraschenderweise, in nur 20 Minuten. Beim Großhersteller entstehen natürlich keine Einzelstücke, sondern massenweise Kunststoffware. Ob und wie man das heute noch verantworten kann, fragen wir die zweite Enkelin des Gründers, Martina Schneider. Sie steht für das Thema Nachhaltigkeit beim Großhersteller, genau wie ihr Lieblingskugelschreiber. Ich habe viele Lieblingskugelschreiber, aber der hier, der Rico, ist einer meiner Lieblingskugelschreiber, einfach weil er innovativ ist in unserem Markt. Der ist aus Recyclingmaterial gemacht, sowohl der Schaft als auch die Mine. Deswegen bin ich stolz auf dieses Modell und mit dem schreibe ich gern. Für ihr Lieblingsmodell wurde dem Hersteller der Blaue Engel verliehen, das Umweltsiegel des Bundesumweltministeriums. Wenn Nachhaltigkeit so wichtig ist, warum verwenden Sie Kunststoff? Für uns aus der Historie heraus war Kunststoff eigentlich die perfekte Möglichkeit, um den Kugelschreiber oder Schreibgeräte allgemein erschwinglich zu machen für jedermann. Der Grundgedanke ist, dass man immer wieder nachfüllt und dann kann das sehr, sehr lange halten. Also ich habe
wir haben noch sehr, sehr alte Modelle von unserem Großvater hier in der Firma, die funktionieren immer noch hervorragend. Und wenn man neue Minen einsetzt, dann gibt es da gar kein Problem. Minen auch mal tauschen, keine schlechte Idee und sogar günstiger als ein neuer Kuli. Funktioniert übrigens beim Alltags- und Manufakturprodukt. Einen blauen Engel gibt's bei den Edelkulis nicht, dafür einen 925er Silberstempel. Die fertig gravierten Muster nimmt der Chef vor der Weiterverarbeitung wieder unter die Lupe und findet auch Fehler, die manche Kunden wahrscheinlich übersehen würden. Also bei dieser Wiener Gravurhülse habe ich jetzt soeben einen kleinen Fehler festgestellt. Das heißt, unser Graveur Martin hat mit seinem Stichel einen kleinen Stich ausgeführt, der aber kein kontrollierter Stich war, sondern ein Ausrutscher. Und deswegen nehmen wir es raus, kann der Martin aber nacharbeiten und dann ist wieder okay. Für gut befundene Gehäuse sind bereit für den letzten Produktionsschritt, die Montage. Mit so viel vorausgehender Handarbeit sollte Mitarbeiterin Carmina bei diesem letzten Schritt besser nichts kaputt machen. Vorsichtig muss man sein, ja, auf jeden Fall. Auch, dass man nichts verkratzt. Als Finiererin ist Carmina für die Endbearbeitung verantwortlich und montiert am Tag 100 bis 200 Einzelteile. Nach 6 Wochen Sägen, Formen, Lackieren, Gravieren und Kontrollieren ist der handgefertigte Luxuskugelschreiber endlich fertig. 75.000 Schreibgeräte fertigt die Manufaktur jährlich. Jedes einzelne dieser Unikate wird vor dem Versand konfektioniert. Wenn man dann am Ende des Tages mal ein fertiges Schreibgerät sieht, da ist man schon extrem stolz und voller Freude, weil wo wir unsere Leidenschaft und unsere Liebe reingesteckt haben, wenn das dann rüberkommt als Geschenk oder man hat sich's auch selbst geleistet, ich glaube, das erfüllt uns dann auch am Ende des Tages. Wie man mit dem Luxusprodukt am Ende des Tages schreibt, testet unsere Redakteurin. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so einen teuren Kugelschreiber in der Hand halte. Also es fühlt sich schon gut an beim Schreiben. Am Ende des Tages ist es ein Kugelschreiber. Aber es ist schon sehr beeindruckend, vor allem jetzt, nachdem ich weiß, wie viel Arbeit einfach da drin steckt. Modelle mit verhältnismäßig kleinen Verkaufszahlen montiert auch der Großhersteller per Hand. Normalerweise, aber nicht der Chef persönlich. Bei sehr großen Stückzahlen geht das Ganze mit dieser Maschine etwas schneller. 75.000 Schreibgeräte, das Jahrespensum der Manufaktur, schafft diese Produktionsstraße in einer Arbeitswoche. Zusammen mit der Lagerware machen sich jede Woche mehr als 3 Millionen Kulis auf den Weg in 140 Länder. Das Produkt dann wirklich in der Hand hält und dann fühlt man Stolz auf jeden Fall. Wenn man Kugelschreiber für die Masse herstellt, hat man natürlich immer im Hinterkopf, dass man ein gutes, günstiges Produkt für jeden Nutzer eigentlich herstellen möchte. Und der im Alltag, sage ich mal, für verschiedene Situationen halt eben auch geeignet ist. Notizen, Schulproben, Einkaufslisten. Unsere Redakteurin testet auch das Massenprodukt in der Praxis. Ja, der schreibt sich tatsächlich ziemlich flüssig, liegt auch gut in der Hand. Ein guter Alltagskugelschreiber. Knapp 4 Euro, knapp 400 Euro. Wir wollten wissen, wo liegen die Unterschiede? Teure Materialien und handwerkliche Fertigung machen das Manufakturprodukt zum Luxusgut. Große Stückzahlen und erschwingliche Materialien den Kunststoffkuli zum Alltagsprodukt. Aber blaue Linien aufs Papier bringen am Ende beide.